zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Polis heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Er muss ihn kennen, er muss ihn einfach kennen. So macht man das. Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Athos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? In Ordnung. Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann gehst du zur Polis und ich zurück nach Hause zur Roten Linie, okay? Mir gefällt nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Scheiße! Was denn? Auf was hast du da gerade geschossen, Junge? Oh. Bitte kommen, André! Fürchte hier! Mach das Licht in den Tunnels aus! Die sind jetzt totes Fleisch. Verstanden? Was? Totes Fleisch. Ja, was jetzt? Das werden wir noch sehen. Ach, zur Hölle damit. Willst du nicht möglich machen? Moskau ist die... Vorwärts. Stopp. Gott verdammt. Deshalb haben die Faschisten das Licht ausgemacht. Diese Dinger hassen es. Okay, Spartaner. Eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber da sie Angst vor Licht haben... Machen wir es hier hell. In Ordnung? Okay. Ich hab absolut nichts dagegen. Ganz und gar nicht sogar. Uah. Ekelhaft. Ekelhaft. Einsturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, das sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt. Halt, halt, halt. Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo musste ein Weg durchführen. Ah. Hilf mir mal! Okay, kann ich machen, kann ich machen. Aber ich glaube eher, das ist eine ganz böse Idee. Das nehme ich noch mehr. Ich will dann an die E drücken. Okay, ich mache, ich drücke. Okay. Ich kann sagen, der Rausch wird zurück. Ich komm mit! Scheiße, überall Spinnweben! Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Du machst mir aber... Scheiße! Die sind ganz nah! Warte, Artyom! Keine Hektik! Sei hier vorsichtig! Sieht frei aus! Lass uns gehen! Ja, Moment, ich muss kurz noch alles aufladen, dankeschön! Oh fuck. Den können wir definitiv nicht hochklettern. Du weißt schon, dass hier noch irgendwas war gerade. Okay, hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Soll ich den Hebel betätigen? Kannst du das machen? Ich habe Angst. Pavel, das gefällt mir absolut ganz und gar nicht hier. Ja, Generator läuft. Das ist doch gut. Jetzt lass mich rein. Lass mich rein. Lass du mich rein. Das ist gut. Lass mich rein. Oh Gott. Ich hoffe doch mal inständig. So. Mach die Taschenlampe an und denk nicht einmal dran, sie auszumachen. Was zum? Warum hat er angehalten? Da fahre ich mich auch gerade. F drücken. Aufladen. Achso, sie ist schon befreundet. Okay, passt. Wirps. Sie angezogen oder was? Scheiße. Komm schon. Ich würde sagen, das ist einfach nur Arsch. Alt. Gott verdammt, die haben uns gehört. Ach nee, mach Sachen, du. Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Von was? Was? Oh fuck, was war es? Pavel, was ist das? Das ist wenig gut. Was denkst du, treib mich hier? Deswegen habe ich jetzt alles gemacht.
Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Okay, große Kakerlaken. Passt. Okay, Artyom, wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Das ist also, gut zu wissen. Mir nach. Ja, okay, okay. Blödes Mistviech. Komm schon, ich schaff das. Da ist tot. Brate es, Gottverdammt. Tu ich doch. Nimm das, du Miststück. Puh, danke, Kumpel. Eine für alle, was? Oh, das Zeug lebt. Oh, Munition. Nice. Das kann ich eigentlich gebrauchen. Ich bin ja schon unterwegs. Moment. Hallöchen aber auch. Noch mehr Munition, noch mehr Geld, noch mehr von allem. Oh, Gott verdammt. Abwackeln. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Spinnen hasse? Abgrundtief hasse ich das. Lalalalalala. Hier ist zum Glück nichts, okay. Das ist hoch. Ach, Ivo. Das schaffst du schon. Komm, da mach ich mit. Oh, ja! Bingo. Los geht's. Funktioniert und der Kerl hat sogar noch ein bisschen was. Nicht viel, aber zumindest etwas. Mist, die schon wieder. Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren. Ich versuche, uns rüberzubringen. Ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Das sollte gehen. Oh, Hallöchen aber auch. Hallo. Hallo, mein Süßer. Hallo, oh, Hilfe. Artyom, komm und hilf mir, das rauszuziehen. Habe ich nicht noch gerade was holen sollen? Was tun sollen? Dankeschön, was rausziehen? Was soll ich? Oh Gott. Und tschüss. Brauche ich nicht. Oh Gott. Brauche ich absolut nicht. Funktioniert schon. Was soll ich jetzt rausziehen? Kollege, was? Wo? Ach so. Okay, das erklärt natürlich so einiges. Ich will ein bisschen E drücken, oder? Raus, bevor das Viech nochmal kommt. Komm schon. Ja! Oh, Obacht. Also das Licht hält wesentlich länger als zuvor. Krieg ich die Stange auch? Wäre super. Richtig toll. Mach ich lieben gerne. Und... Dankeschön. Die Mistviecher, haha. Nein, ihr habt doch nicht verkackt, verdammt. Okay, ihr habt verkackt. Oh Gott, Hallöchen aber auch. Au. Hallöchen aber auch. Ich seh dich und wie ich dich sehe. Wow, ihr kriegst die doppelte Ladung Licht sogar ab. Oh. Hab schon mal gesagt, dass ich die Mistviecher hasse. Abgrundtief sogar. Hier, ich heb dich hoch. Dankeschön, lieben gerne. Scheiße, die sind drinnen. Warum soll ich nochmal rein? Komm, ab nach oben. Komm, Pavel, komm schon. Boah, Hilfe. Na, kommst du her. Danke, Pavel. Also ohne Pavel wäre ich, glaube relativ bis arg aufgeschmissen. Schneller, Moment, ich muss so kurz einen Eintrag lesen. Fackellicht, Eintrag 1. Das ist der Wahnsinn. Während den Spielen kann man einfach so ein Buch hier lesen. Die Tunnels und Stationen der Metro sind nur ein Teil der unterirdischen Bauprojekte, die in der langen Moskau-Geschichte verwirklicht wurden. Die Großfürsten wollten Geheimwege und Verstecke bauen, die Zaren wollten Katakomben und Reliquienschreine bauen und selbst damals vor Jahrhunderten stolperten sie alle über noch ältere Wege, die in die vergessenen Zeiten und vielleicht nicht einmal von Menschen geschaffen worden waren. Höhen, unterirdische Flussläufe, niemand weiß wirklich, was sich um die Metrostation herum befindet oder darunter. Es gibt keine Karten, denn Kartografie kommt nie von ihren Expeditionen. Was? Kartografen kommen nie von ihren Expeditionen zurück, das stimmt. Und diese seltsamen Albtraum-Kreaturen, die in den Katakomben leben, sind sie wirklich ausgeboten der Strahlung? Und haben sie vielleicht schon immer dort gelebt? Vielleicht haben sie die Menschen zuvor einfach geschmieden und spüren jetzt, dass unsere Erde naht. Wir nicht mehr Herr der Erde sind und werden daher mutiger und kommen uns näher und näher, um uns letztendlich anzuspringen und von uns zu zehren, solange wir noch warm sind. Das ist eine gute Frage. No.
Könntest du verschwinden? Könntest du verschwinden? Ich hab gesagt, könntest du verschwinden, hä? Verschwindest du nicht? Na, löst du dich bitte mal auf. Oh. Oh. Hallöchen, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oh Gott, komm. Komm, die habe ich doch gerade besorgt. So, schnell. Darf ich kommen? Vielen lieben Dank. Oh, komm, du spinnst doch. Du bist doch wahnsinnig. Oh, Hilfe. Vielen lieben Dank dafür. Alles klar, Artyom. Hüp, alles geht. Los geht's. Licht, da. Los. Oh, wunderbar. Wunderbar, ich liebe dich. Wie gefällt euch das, hä? Wie gefällt euch das, ihr Schlampen? Okay, hier sind wir sicher. Naja, der war aber trotzdem nicht sicher. Ich würde mal sagen, es ist trotzdem nicht so ganz gut hier. Oder? Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das schlecht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. In Ordnung. Fackel? Okay. Es werde Licht. Nicht schlecht. In Ordnung. Lass uns gehen. Warum habe ich eigentlich keine Fackel, hm? Oh, ich merke gerade, der hat keinen Arm. Genau, fackel das ganze Zeug mal ab. Brauchen die eh nicht mehr. Bin ich mir ganz, ganz sicher. So, ich möchte auch noch ein bisschen was abfackeln hier, wenn es geht. Zum Beispiel die hier. Was denn? Artyom, bleib dicht bei mir. Bleib ich, nur keine Sorge. Ja, keine Panik. Dort, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Verschwinde! Weg, weg! Nichts zu holen? Hier gibt es nichts zu holen, absolut nichts zu holen. Oh. Okay. Da komme ich auch nirgends rein, verdammt. Aber zumindest ein bisschen was geholt. Ein bisschen was. Auf Abwegen zu grassieren ist einfach cool. Na, da ist auch nichts, Da ist leider auch nichts zu holen. Schade. Okay, es gibt nicht immer was. Es gibt einfach nicht immer was. Scheiße, sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte für nach. Da! Hey, sieh mal, D'Artagnan. Du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Alles klar, alles, was du sagst, Pavel. Denn was anderes wird mir eh nicht übrig bleiben, so wie ich das hier kenne. Okay. Ganz allein hier rein. Es war klar, dass die Tür zu ist. Es war sowas von klar. Uah. Warum muss hier alles in irgendeiner Art und Weise leben? Na komm, ploppe auf. Du willst es doch auch so. Kann ich denn hier irgendwas aufmachen noch? Wo ist nichts mehr? Du wirst bestimmt aufploppen, oder? Natürlich möchtest du aufploppen. Wer möchte nicht aufploppen, wenn ich in der Nähe bin? Oh Gott. Dankeschön. Ich glaube, das ist Eintrag Nummer 2, oder? Ja, dankeschön. Fanglich. Pavel war auch in der Nähe des Gartens gefangen genommen worden. Ich frage mich, was er dort gewollt haben könnte. Was zum Teufel haben die sie alle dort gemacht? Ich denke, ich werde ihn mit der Frage konfrontieren. Später. Jetzt müssen wir einfach nur am Leben bleiben und die Reichsgrenze durchbrechen, würde ich auch mal sagen. Für Fragen ist später noch Zeit. So, da ist auch nichts. Kann man leider nichts bedienen. Es wäre schön, wenn man die Sachen auch irgendwie in irgendeiner Weise bedienen könnte, aber nein. Dem ist leider nicht so. Oh Gott. Yep, ihr schaut alle ziemlich bis ganz tot aus. Oh Gott. Na, komm, stirb. Oh Gott, da ist der Nächste. Na, kommst du her, komm, stirb. So, der ist definitiv tot, hui. Oh Gott, Hallöchen.
Sollte, dich auch noch. Krepiert zusammen. Jetzt ist das auch noch was. Kann ich irgendwas aus euch rausholen? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann dafür sorgen, dass das Zeug hier auch noch aufploppt. Denn ich bin mir sicher, wenn ich das nicht mache, kommen da auch noch wie hier raus. Ne? Komm schon. Ich weiß, ihr mögt das ganz und gar nicht. Besonders du da hinten. Na, komm. Hey, ich schau direkt auf dich drauf, Junge. Und du auch noch. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade ein bisschen dauert, aber ich gehe hier lieber auf Nummer sicher. Ich will nicht nochmal so eine Überraschung, will irgendwie gerade eben. Ah, Lüchen aber auch. Das war wohl mal ein Schmugglerlager. Die Betonung liegt auf war mal. Ja, eindeutig war mal. So, muss ich dann hier was aufladen wieder? Ja, das geht, es geht. Wir sind soweit safe. Kennt sogar im Notfall ein Licht, aber ganz ehrlich, man geht jetzt hier mal die Funzel aus. Oh mein Gott. Ich muss ganz dringend nach da drüben hin. Ich kann nichts davon gebrauchen. Okay. Sagt auch ein Messer dazu. Haben wir denn hier irgendwie was? Irgendwie. Dankeschön. Einmal kurz nachladen. Einmachen. Und ich bitte dich. Es funktioniert. Oh, verdammt. Es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Ich hab's gehört, es funktioniert. Mehr brauche ich gar nicht wissen, mehr brauche ich gar nicht wissen. Ich muss zurück. Ah, das war genial. Huh? Gut überlegt. Geht doch. Bereit? Gut. Erster. Sei das, bitte, sei das, aber geh. Geh einfach nur hier raus. Mein lieber, lieber Kollege. Haben wir noch irgendwas hier? Ja, haben wir noch. Ja. Ein Moment noch, ja. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Oh mein Gott, das ist aber nicht so gut. Oberfläche ist immer gefährlich. Das aber kommt in der nächsten Aufnahme, denn die gute Aufnahmestunde ist kurz vorm Vorbeigehen und das heißt für meinen Laptop, er wird demnächst anfangen zu spinnen. Und ich möchte euch natürlich kein Geruch liefern. Deswegen an dieser Stelle ein Cut. Hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Tut mir leid, wenn es jetzt bei den zwei, da diesmal nur zwei Folgen waren, wir nicht ganz so arg vorbeigekommen sind, aber ich muss sagen, ich hasse Spinnen. Nicht nur in Spinnen, sondern auch in echt, deswegen, ja, bin ich da doch etwas übervorsichtig, wenn es darum geht, die Viecher zu bereinigen. Aber jetzt nochmal, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut und wie immer. Tschüssi.